Ich glaub's einfach nicht. Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Mein Name ist Maria, ich bin Deutschlehrerin und dein Sprachcoach. 2007 bin ich mit nur einem Koffer nach Deutschland gekommen, habe Deutsch gelernt, bin Deutschlehrerin geworden, habe angefangen, mein Wissen über die deutsche Sprache online zu teilen. Und dabei habe ich nie aufgehört zu träumen. Und heute ist ein großer Traum von mir in Erfüllung gegangen. Das hier ist der Schlüssel von meinem eigenen Haus. Ja, ich habe mir ein Haus gekauft. Ich glaube es selbst noch gar nicht. Sollen wir gemeinsam reinschauen? Wie wäre es damit? Ich zeige dir mein neues Haus und du lernst viele neue Wörter dabei. Was sagst du? Na dann, los geht's! Dann fangen wir mal mit einer kleinen Haustour an. Das Haus wurde übrigens in den 70er Jahren gebaut. Ich kann auch sagen, das Haus stammt aus den 70er Jahren. 70er Jahre. Diese Zahl wird nicht dekliniert. Ich könnte auch sagen, das Haus wurde in den 70ern gebaut. Wie ihr seht, ist alles noch recht alt. Das Haus müsste noch renoviert werden. Ich glaube, es dauert noch circa ein Jahr. Ich hoffe weniger, bis wir einziehen können, bis die Renovierung zu Ende ist. Ich bin gerade im Flur. Der Flur. Wir lernen heute auch Artikel zu allen Nomen. Vor der Renovierung müsste das Haus noch entrümpelt werden. Entrümpeln ist ein sehr interessantes deutsches Verb. Das bedeutet, das Gerümpel aus einem Raum entfernen. Das Gerümpel, was ist das? Das sind einfach alte Sachen, die man nicht mehr braucht. Das Gerümpel. Wir werden nächste Woche das Haus entrümpeln, deshalb filme ich das Video heute für euch. Hier unten gibt es ein Gäste-WC. Das können wir uns kurz anschauen. Ich mache das Licht an. Wahrscheinlich werden wir das auch alles neu machen lassen. Hier gibt es sogar ein Pissoir. Ein sehr interessantes Wort. Das Pissoir. Das WC. Das kennt ihr schon. So, wir gehen weiter. Das ist auch spannend. Es gibt Spiegel mit Beleuchtung. Soll ich diesen Spiegel behalten? Ihr könnt mir gerne einen Kommentar schreiben. Ich mache überall das Licht aus, Strom sparen. Bitte die Matratze nicht beachten. Wir haben hier schon einmal übernachtet, direkt vor dem Kamin. Genau, das ist das Herzstück des Hauses. Hier ist sozusagen der Wohn- und Essbereich. Hier stand früher ein Esstisch mit Stühlen. Man sieht noch zwei Sessel und tada, einen Kamin. Ich habe schon immer von einem Kamin geträumt. Vor 2 Jahren habe ich ein YouTube-Video aufgenommen. Ich kann euch gerne dieses Video nochmal einblenden. Und da habe ich davon gesprochen, wie sehr ich von einem eigenen Haus träume. Wir wohnen aktuell in einer kleinen 3-Zimmer-Wohnung und es ist wirklich sehr, sehr eng. Ich arbeite im Wohnzimmer, das gleichzeitig auch das Kinderzimmer und das Katzenzimmer ist. Da steht einfach alles Mögliche rum und es dauert ewig, bis ich mein Setup aufgebaut habe und dann wieder abgebaut habe. Aber es ist nicht meine Wohnung, wir leben zur Miete. Ich wünsche mir natürlich ein wunderschönes Haus mit einem Garten und einem Kamin. Ich wünsche mir sehr gerne einen Kamin. Vielleicht schaue ich mir irgendwann mal wieder dieses Video an und sage, hey, das habe ich mir damals gewünscht und jetzt habe ich das. Lass uns mal jetzt gemeinsam etwas visualisieren. Deshalb freue ich mich sehr, dass wir hier sehr viel Platz haben und vor allem abends uns entspannen können. Ja, das hier war mein größter Traum. Schreib mir gerne in die Kommentare, was dein Traum ist. Wovon träumst du? Und glaub bitte fest daran, alle Träume werden wahr, wenn man fest daran glaubt und etwas dafür tut. Ich bekomme oft Kommentare von euch, dass ich viele von euch bereits motivieren konnte. Falls du noch mehr Motivation brauchst, Motivation beim Deutschlernen, dann lies doch mein kostenloses E-Book 10 Power-Schritte,
zum effektiven Deutschlernen. Den Link dazu findest du direkt unter diesem Video und wir gehen weiter. Ach ja, welchen Artikel hat das Wort Kamin? Der, die oder das? Der Kamin. Und hier? Das ist ein Sessel. Der Sessel oder das Sessel? Natürlich der. An der Decke sieht man noch Holzbalken. Der Balken. Ich bin mir noch nicht sicher, ob sie drin bleiben oder ob sie letztendlich entfernt werden. Aber sie sehen schon sehr charmant aus. Hier hatte die Vorbesitzerin einen Brunnen. Das würde wahrscheinlich den Katzen gefallen, falls wir den behalten sollten. Und hier ist sozusagen ein Wohnzimmer. Ich denke, wir machen ein Heimkino daraus. Mit einer großen Leinwand hier und einer fetten Couch, sonst gar nichts. Ich würde das neue Haus möglichst minimalistisch gestalten, weil wir jetzt auf so einem engen Raum leben und ich einfach nur Platz brauche. Und hier schaut man direkt ins Grüne. Ich weiß nicht, sieht man das jetzt? Aber wir gehen später noch mal raus. Wenn das Haus nächste Woche entrümpelt wird, dann kommt einfach alles raus. Die ganzen Schränke kommen raus, die ganzen alten Möbel, auch die Holzbekleidungen an den Decken und an den Wänden, die kommen auch komplett raus. Auch die Böden werden erneuert. Aktuell gibt es überall verschiedene Bodenbeläge und es sieht nicht so ordentlich aus. Und wir möchten, dass es überall einheitlich ist. Welchen Artikel hat das Wort Boden? Der Boden. Achte bitte auf die Pluralform, die Böden. In manchen Zimmern gibt es Fliesen, in manchen Laminat. Wir möchten überall den gleichen Boden haben. Artikel sind wieder wichtig. Das Parkett, das Laminat. Die Fliese, das sind zum Beispiel Fliesen. Das ist eine Fliese. Man kann Fliesen legen. Wir würden natürlich sehr gern wissen, welche Wände tragend sind. Vielleicht können wir sogar diese Wand hier rausmachen und dann haben wir einen gesamten offenen Raum. Die Wand, die Wände im Plural. Tragende Wände sind wichtige Wände, wichtig fürs Haus. Diese Wände darf man nicht kaputt machen. Und das bleibt noch festzustellen. Gegenüber vom Wohnzimmer ist die Küche. Die Küche hat auch viele Holzelemente. Komm mal rein. Sieht stabil aus, aber natürlich nicht mehr modern. Ich hätte super gern eine Kochinsel. Hier ist allerdings nicht genug Platz, aber vielleicht können wir die Küche woanders aufbauen. Vielleicht im Wohnzimmer, wenn die Hauspläne es erlauben. Mal schauen. Aber die ganze Küche wird ebenfalls entrümpelt. Hier gibt es noch ein Badezimmer mit einer Duschkabine, zwei Waschbecken, Bademöbeln und einem Fenster. Das ist ein Tageslichtbad, weil es ein Fenster hat. Mit dem Blick ins Grüne. Quietscht. Und jetzt zeige ich dir das Zimmer, auf das ich mich am meisten freue. Es wird voraussichtlich mein Studio sein. Komm rein. Hier ist im Moment ein Schlafzimmer, aber stell dir mal dieses Zimmer ohne Möbel vor. Es wird ein großes, geräumiges Studio sein mit viel Licht, mit viel Platz. Hier wird dann mein Stativ stehen, meine Kamera, hier mein Schreibtisch. Ich werde hier sitzen und tolle Übungen für euch erstellen, schöne Texte schreiben und hier werden zukünftig ganz, ganz viele Deutschlernvideos erstellt. Ich freue mich riesig drauf. Ja, ich bin gespannt, wie dieses Zimmer in einem Jahr aussehen wird. Vielleicht in weniger als einem Jahr. Mal schauen. Wie würdest du übrigens dieses Studio gestalten? Könntest du mir ein paar Tipps geben? Schreib gern in die Kommentare, wie du dir mein Studio vorstellst. Was für Möbel soll ich reinstellen? Ich bin gespannt. Und jetzt gehen wir noch ganz kurz raus. Aber zuerst ziehe ich meine Jacke an, weil es doch recht kalt ist.
Weißt du eigentlich, wie man das Wort Terrasse richtig schreibt? Hm? Was sagst du? Das hier ist die richtige Schreibweise vom Wort Terrasse. Merke sie dir bitte. Die Terrasse wird ebenfalls neu gemacht. Dann kann ich hier zukünftig morgens meinen Kaffee trinken, meine Zeitung lesen und meine Videos hochladen. Das mache ich jeden Morgen. Perspektivisch wünschen wir uns einen Pool. Der Pool. Mal schauen, wann wir einen bekommen werden. Und wir sind übrigens absolute Saunaliebhaber. Deshalb wünschen wir uns auch ein kleines, klitzekleines Saunahäuschen. Stell dir mal vor, wenn wir nachher hier in die Sauna gehen und dann direkt ins eiskalte Wasser reinspringen. Für mich klingt es wie der absolute Traum. Wir sind jetzt mitten im Garten. Der Garten. Später machen wir wahrscheinlich einfach nur eine Wiese. Sie ist auch pflegeleichter. Was mir ganz besonders gefällt, ist die Hecke. Das ist eine Hecke. Schau mal, wie dicht sie hier ist und wie hoch. Ich bin 1,65. Allerdings brauchen wir etwas Katzensicheres, damit die Katzen hier nicht ausbrechen. Falls du Tipps hast, schreib mir gerne deinen Vorschlag in die Kommentare, falls du auch Katzen hast und in einem Haus lebst. Das wird für mich auch eine neue Erfahrung sein. Es ist doch sehr kalt. Komm, wir gehen wieder ins Haus. Sollen wir noch nach oben gehen? Komm mit. Ich mache zuerst das Licht an. Hier ist eine Treppe. Wir sind jetzt im Obergeschoss. Auf beiden Seiten gibt es hier jeweils ein Riesenzimmer. Wir werden aber daraus jeweils zwei kleinere Zimmer machen. Das war mal ein Schlafzimmer. Es wird auch ein Schlafzimmer bleiben. Allerdings wird hier irgendwo eine Wand gezogen. Richtig, Wände kann man ziehen. Und daraus entsteht ein Schlafzimmer mit einem Ankleidezimmer. Ich habe sehr viele Kleider, die ich für meine Videos brauche und endlich werde ich ein separates Zimmer nur für die Kleider haben. Das ist ein Traum jeder Frau, denke ich mal. Früher hat man übrigens überall Teppichboden verlegt. Das ist meiner Meinung nach nicht so praktisch, vor allem wenn man zwei Katzen hat. Ich freue mich übrigens drauf, wenn Giko und Fumpa in dieses Haus reinspazieren und was sie davon halten werden. Sie haben hier definitiv sehr viel Platz zum Spielen. Kommen wir gerne rüber auf die andere Seite. Hier war früher ein Büro, ein Arbeitszimmer und es wird zukünftig ein Kinderzimmer und hier wird auch eine Wand gezogen. Dieses Zimmer wird Kian gehören. Freut sich schon richtig drauf. Hier gibt es sogar einen Safe. Komm, ich zeig's dir. Hier kann Kian seine Geheimnisse verstecken. Der Safe oder der Tresor. Es gibt zwei Wörter dafür. Und hier hängt später ein Bild von unseren Katzen. Schau mal, hier gibt es noch ganz viele alte Sachen, die wir loswerden müssen. Sogar ein alter Fernseher. Das Haus ist voller Schätze. Hier gibt es noch ein Bad, ein weiteres Bad. Eine Badewanne bleibt definitiv drin. Wahrscheinlich werden wir das Bad erstmal so lassen, weil jedes weitere Zimmer natürlich mit zusätzlichen Kosten verbunden wird. Aber perspektivisch hätte ich schon gern eine schöne, freistehende Badewanne. Dann habe ich noch einen weiteren Traum. Sogar der Keller ist bewohnbar. Ich zeige dir noch den Keller. Komm runter. Der Zugang zum Keller ist hier im Wohnzimmer. Geht das Licht an? Oh, das Licht geht gar nicht an. Kaputt. Das Licht ist kaputt. Hier geht's runter in den Keller. Hier ist ein Heizraum, da schauen wir lieber nicht rein. Das sieht sehr gruselig aus. Hier ist der Zugang zur Garage. Es gibt noch eine Garage. Die Wände sind noch nicht verkleidet. Man müsste die Wände verputzen, glatt streichen und dann sieht es schon wieder ganz anders aus. Hier ist im Moment ein kleiner Lagerraum mit
einem Gefrierschrank und sogar einem Weinkühlschrank. Tada! Hier könnte man Lebensmittel lagern. Es gibt noch eine Waschküche mit einem Waschbecken, einem Trockner. Hier ist noch Platz für meine Waschmaschine. Und hier kann ich dann fleißig bügeln. Das Bügeleisen ist sogar besser als mein eigenes. Wahrscheinlich nehme ich es mit. Hier war früher ein Büroraum und daraus entsteht ebenfalls ein Büro, aber ein wunderschönes, helles Büro mit größeren Fenstern, mehr Tageslicht. Sieht doch ganz kuschelig aus. Und ja, im Keller ist es auch warm. Es gibt einen Heizkörper. Der Heizkörper. Es gibt noch einen Raum. Ich denke, dass wir daraus einen Hobbyraum machen mit einer Tischtennisplatte, einem Billardtisch, vielleicht ein paar Fitnessgeräten. Dann kann man hier schön die Abende verbringen, ein bisschen Sport machen und einfach Spaß haben. Mein Sohn spielt übrigens seit einem Jahr Tischtennis und es ist sein größter Traum, endlich mal eine eigene Tischtennisplatte zu haben. Und ich würde ihm sehr gern diesen Traum erfüllen. Und es gibt noch einen kleinen Raum hier. Das ist übrigens die Pumpe vom Wasserbrunnen, den wir oben im Wohnzimmer gesehen haben. Und es gibt noch zwei weitere Tresore. Schaut mal. Sie sollen so schwer sein, dass man sie gar nicht hochheben kann. Sie sind tatsächlich sehr schwer. Dann war's das für heute. Hast du neue Wörter gelernt? Prima, genau das war mein Ziel. Und wenn das Haus fertig ist, dann nehme ich noch ein Video auf und zeige dir, was daraus geworden ist. Möchtest du noch mehr Motivation beim Deutsch lernen? Dann lies doch mein kostenloses E-Book. Den Link dazu findest du direkt unter diesem Video. Und wir zwei sehen uns sowieso schon bald wieder in meinem neuen Video. Mach's gut, pass auf dich auf und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Leider wurde das ganze Geld und die ganzen goldenen Barren mitgenommen. Sie hätten auch etwas für uns da lassen können, oder?